Long Beach Style 2019, unsere beiden Gesamtsieger sind heute hier, Jacqueline Metzen und Bethion Toplica. Du warst ja schon letzte Woche, beziehungsweise vor 14 Tagen, in Norddeutschland beim Lubeka Massenbeach abgesahnt. Ja. Wie war es heute für dich hier? Viel entspannter. Also der Wettkampf war echt richtig gut organisiert irgendwie. Das hat mit den Mädels einfach wieder unfassbaren Spaß gemacht. Und ja, es war einfach eine bombastische Stimmung heute. Obwohl das Wetter nicht so mitgespielt hat, aber... Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich gleich was drüber ziehen kann. Immerhin blieb uns ja der Regen erspart. Das stimmt, ja. Wie fandest du? Du bist ja schon ein bisschen öfter bei uns gestartet. Genau, richtig. Also mein Gesicht ist nicht unbekannt, sag ich mal. Aber heute habe ich echt alles erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte, sag ich mal so. Und ich war letztes Jahr hier als Zuschauer und habe gesagt, du, weißt du was, das nächste Jahr startest du hier. Und jetzt, dass ich noch gewonnen habe und noch den Gesamtsieg geholt habe, ist für mich schon... Einfach on top. Ich muss das einfach jetzt mal verarbeiten. Und erstmal drauf eine Runde schlafen, schon alles sehr sacken lassen. Und morgen werde ich erstmal begreifen, was überhaupt los gewesen ist. Okay, normalerweise freut man sich ja nicht auf Schlafen, sondern eigentlich auf die Aktivität nach dem Wettkampf, also vielleicht das ein oder andere Essen. Hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Ich habe da jetzt meinen Fokus gelegt. Ich finde es immer ganz wichtig, auch nach dem Wettkampf genauso weiterzumachen wie vor dem Wettkampf, weil das machen die Sieger entsprechend. Absolut. Ja, und ich fand natürlich ein bisschen richtig, genau. Keine Schuhe? Ich war noch 65 Tage alt. Ja. Sehr gut. Und mir geht es eigentlich nur darum, hauptsächlich jetzt noch ordentlich was zu trinken, vielleicht noch genügend mit meiner Freundin und Familie noch beisammen sein, einfach runterkommen und dann geht es ja in 3 Wochen weiter. Jetzt sind 3 Wochen weiter mit American Jean, aber der Gesamtsieg heißt natürlich auch für euch Wildcard für die Arnold Europe. Habe ich vorhin festgestellt. Also da musst du auch nochmal ran, also reicht nicht nur bei Colombia halt teilzunehmen. Und wir haben ja noch die Ligapunkte, die sozusagen gesammelt werden. Für dich sieht es ja jetzt richtig gut aus, nach 2-mal gewonnen. Wird sich die Tabelle ja jetzt erstmal anführen. Muss dann erstmal einer kommen, der dich noch überholen kann. Die Liga Champions heißt Reise und Unterkunft zur Arnold's Classic mit uns sozusagen gesponsert. Bei American Dream kannst du noch ein paar Punkte sammeln. Bisschen knapp jetzt, gerade bei den Jungs. In 3 Wochen geht es bei American Dream weiter. Richtig, ja. 3 Wochen, du weißt bestimmt. Ja. 3.8. soweit habe ich auf jeden Fall gekauft. Ja, und American Dream, willst du die Form halten? Wollt ihr alles so weitermachen oder noch ein bisschen besser machen? Verbessern. Immer verbessern. Immer verbessern. Das heißt, ein bisschen mehr abziehen oder genau. Noch ein bisschen voller werden? Was habt ihr vor? Noch ein Tick leichter werden, heißt nochmal einen Tick abziehen, weil ich meine, ich habe noch das eine oder andere, also für mich, was noch eine Problemstelle ist und die wollte noch abziehen und für mich einfach die Bestform nochmal unterbringen. Die wollen wir natürlich jetzt nicht verraten, das gucken ja alle Kampfe nächstes Mal genau da drauf. Nee, weil ich meine, die drei Wochen müssen für eine lange Zeit. Ja, auch für die anderen. Die haben natürlich auch noch die Möglichkeit, nur ein bisschen aufzuholen. Du hast jetzt ein paar von den Mädels auch in Travemünde gesehen. Wie würdest du so sagen, das kann man in 2 Wochen machen? Also hast du bei einem gedacht, oh, die hat sich aber ganz schön gemacht, ob ich es heute wieder schaffe? Oder warst du dir sicher? Nein. Ich finde immer, jedes Mal werden die Karten neu gemischt, komplett. Also man kann nie wissen, was, ne, gerade in der Men's Physik- und Bikini-Klasse, es ist so unterschiedlich teilweise, der Look, der gefragt wird, auch das Teilnehmerfeld. Und vor dem Wettkampf ist, glaube ich, der Fokus nur bei einem selber. Ich gucke mir die Mädels gar nicht an und gehe einfach straight raus und dann schaue ich, was gesehen werden möchte und was halt dann letztendlich nicht. Ne? Bin ich voll bei dir. Ja. Heute waren auf jeden Fall ihr die beiden Besten. Ihr habt es euch verdient und wir freuen uns schon in 3 Wochen. Genau. Revanche für alle anderen. Wir freuen uns auch auf euch. Ja, definitiv. Wir sind dabei. Bis nach Petersberg, 3.8. American Dream. Ciao, ciao.